Eigentlich hatte ich mich eben schon mal von Asakusa gemeldet, der Tempelanlage mitten in Tokio. Aber es war offensichtlich so windig, dass der Ton nicht wirklich toll war und ich hatte keinen Windschutz dabei. Also insofern habe ich gedacht, ich mache es halt kurzerhand nochmal. Und zwar diesmal von Nakano. Und das ist auch in Tokio natürlich, aber eine etwas andere Ecke. Aber ich nehme euch alle mal mit und erzähle euch was vom Markt, was vielleicht heute ganz wichtig ist. Und zwar, wir haben eine anstrengende, aber auch eine schöne Woche hinter uns, zumindest mal für die Bullen. Hat das Ganze ganz positiv geendet. Der Markt hat ordentlich zugelegt und wirklich Stärke gezeigt nochmal. Sowohl der DAX, natürlich auch die amerikanischen Indizes, der Nasdaq natürlich maßgeblich auch vom Tesla-Kurs getrieben, gar keine Frage. Aber trotz alledem insgesamt sehr positiv das Ganze abgeschlossen. Womit ist jetzt heute zu rechnen? Was ist die Erwartungshaltung, mit der wir heute umgehen müssen? Na gut, auf der einen Seite gibt es die Arbeitsmarktdaten um 14.30 Uhr heute, ein ganz wichtiger Termin, 14.30 Uhr die US-Arbeitsmarktdaten. Da ist mit Sicherheit, mit Volatilität und mit Bewegung zu rechnen. Wir müssen davon ausgehen, dass der Kurs um diese Uhrzeit heftig ausschlägt. Erwartet wird, dass die Non-Farm Payrolls, die Hauptzahl, die eigentlich relevant dort veröffentlicht wird, dass die positiv zumindest mal im Verhältnis zum Vormonat ist. Also sie wird höher erwartet als zuvor. Allerdings, je nachdem, wie das natürlich nachher dann tatsächlich rauskommt, kann die Schreckenschance, sagen wir mal so, durchaus groß genug sein, dass der Markt sich da heftig bewegt. Für all diejenigen, die kurzfristig mit dabei sein können und wollen, eine Einladung, um diese Uhrzeit mal drauf zu gucken. Nicht unbedingt, um das im Vorhinein zu traden, denn die Bewegungen sind teilweise schnell. Mitunter hat man Slippage, das heißt, man bekommt da nicht den Preis, den man eigentlich gerne haben will und das wird häufig dann teuer, ist also genau nicht, wie man sich das normalerweise vorstellt. Deshalb meine Anregung, diese Uhrzeit eher zu meiden, aber um 14.30 Uhr dann zu gucken, in welche Richtung die schnelle Bewegung laufen ist und die nächste korrektive Bewegung dann abzuwarten für den nächsten Einstieg, denn da kann dann deutlich mehr noch draus werden. In welche Richtung das geht, da kann man natürlich jetzt im Vorhinein nur raten. Insgesamt allerdings muss ich sagen, nach der starken Woche müssen wir damit rechnen, dass vielleicht heute gegen Tagesende, insbesondere amerikanisches Tagesende, also gegen 22 Uhr beziehungsweise im Vorfeld, der Markt nochmal ein bisschen runterkommt. Ich bin mir nicht sicher, ob alle wirklich übers Wochenende halten wollen. Allerdings muss man dazu sagen, dass natürlich viele Marktteilnehmer in den letzten Monaten, wenn nicht sogar in den letzten Jahren gelernt haben, im Zweifelsfall drin bleiben, der Markt steigt eh. Trotz alledem, eine technische Reaktion wäre mehr als typisch und durchaus wünschenswert. Also sprich, dass der Markt ein bisschen korrektiv nach unten kommt. Das wäre sogar nachher ein Zeichen nochmal für die bullische Seite. Das könnte heute Intraday passieren für diejenigen, die kurzzeitig nochmal was machen wollen vorm Wochenende. Aber es ist auch durchaus zu erwarten, dass das quasi die Erwartungshaltung für nächste Woche schon widerspiegelt, sprich ein Rücksetzer. Vielleicht heute schon angefangen, aber sonst in den nächsten Tagen dann eben fortgesetzt nach dem Wochenende. Und wenn das schön wackelig ABC runtergeht, Trendkanal, nicht ganz so dynamisch, sowas alles in die Richtung, dann haben wir eigentlich eine gute Chance, dass sich das nach oben weiter fortsetzt. Denn insgesamt muss man sagen, ist das bullische Bild offensichtlich immer noch das beliebtere. Und das zählt sowohl noch für den DAX, zumindest mal aktuell, als auch insbesondere für den Dow Jones, wo ich sage, die 30.000er Marke, die könnte da noch in Schlagdistanz, ist sie ja immer noch, aber könnte tatsächlich dann auch noch in greifbarer Nähe bleiben, beziehungsweise dann auch erreicht werden irgendwo diese Zone. Das ist kein Versprechen, das muss nicht so sein, aber es wäre zumindest mal ein typisches Verhalten und solange die Aufwärtsbewegungen so schön dynamisch bleiben, und Abwärtsbewegungen korrektiv sind, hat man da die bessere Chance. Für die Freunde des kanadischen Dollars ist ebenfalls 14.30 Uhr nur Uhrzeit, denn auch die Kanadier veröffentlichen ihre Arbeitsmarktdaten, also ebenfalls da um diese Uhrzeit mal drauf gucken. Es könnte sein, dass man da das eine oder andere draus ableiten kann. So, erst dieser Ecke hier, man sieht es hier vor mir, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, Nakano Broadway offensichtlich hier die Ecke. Sag ich ein wunderschönes Wochenende. Ich drücke nochmal die Daumen, dass das alles klappt. Wer jetzt noch keine Idee hat für Trades, der sollte sich für den kostenfreien Service Trade des Tages anmelden, hier auf finanzmarktwelt.de. Wie gesagt, es ist kostenlos. Wir stellen eine Trading-Idee vor mit ganz konkreten Handelsmarken. Wer noch mehr haben will, zum Beispiel haben wir heute Morgen schon was über die Deutsche Bank darüber verschickt, der sollte bei Trade2Go mitmachen, ebenfalls durch den Sponsorpartner, kostenfrei für Sie. Sie kriegen die Nachrichten auf Ihr Smartphone und haben immer ein paar Ideen mehr nochmal im Petto, was man alles machen kann, wie wir die Situation einschätzen beispielsweise, aber auch
über Verfahren, also wenn man zum Beispiel nicht genau mehr weiß, Mensch, wie geht das mit den Fibonaccis, wo zeichnet man das ein, gibt es da zahlreiche Lehrvideos, die wir da über diesen Kanal verschicken, sodass man beim Arzt, an der Bushaltestelle, wo auch immer, im Zweifelsfall am Arbeitsplatz, aber niemandem weitererzählen, eben nochmal ein paar extra Informationen erhält. In diesem Sinne jetzt nun alles Gute, ein wunderschönes Wochenende und bis demnächst.